Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Julian Malanti im Anflug. Wir quatschen heute nochmal ein bisschen expliziter über diesen Spieler, auch über den Rückrundenauftakt wird in diesem Video ein bisschen gesprochen. Und ich nehme euch ein bisschen mit durch Frankfurt am Main. Denn ich habe mal mir heute gedacht, wir machen mal so eine Special-Folge und probieren einfach mal was aus. Dadurch, dass ich das ganze Wochenende jetzt in Frankfurt bin oder dann war, ich weiß nicht, wann ihr das seht, ich fahre nämlich morgen früh schon wieder zurück Richtung Köln-Leverkusen und bin dann praktisch für euch, ich bin 10 Minuten zu Hause und dann beginnt der Stream gegen Bochum, also schaltet morgen alle ein, das schon mal vorweg. Wir sprechen jetzt erstmal über Julian Malanti und ich werde das Ganze so aufteilen im Video. Für die Leute, die nur was über Julian Malanti hören wollen, die sind jetzt sofort am Start und es geht direkt los. Für alle anderen geht es danach weiter mit einem Vlog aus Frankfurt, der, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß heute gemacht hat. Ich habe ein bisschen was für euch mitgefilmt an der Skyline. Oben im Main Tower waren wir drinnen, waren super geil essen. Also Freunde, da könnt ihr unbedingt, wirklich unbedingt einschalten oder beziehungsweise einfach dranbleiben und euch das anschauen. An alle anderen natürlich vor allen Dingen erstmal ein Däumchen oben da lassen, gerne ein Abo da lassen und dann startet das Ganze jetzt. Also Julian Malanti soll schon im Anflug sein. Ich habe mir den Spieler jetzt auch nochmal genauer angeschaut, weil gestern auch viele gesagt haben, ja, aber Nico, das ist ja kein Rechtsverteidiger, das ist ein Innenverteidiger und so weiter. Ich habe ja gestern auch schon gesagt gehabt, das ist ein Innenverteidiger, der auch Rechtsverteidiger kann. Man könnte aber genauso gut auch sagen, auch ein Rechtsverteidiger, der auch Innenverteidiger kann. Denn in all seinen Profispielen hat er fast genauso viele Spiele als Rechtsverteidiger wie als Innenverteidiger absolviert. Ich sage euch mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Ich kann euch das natürlich leider jetzt nicht einblenden, weil ich eben nicht zu Hause bin. Aber der 1,91 große Argentinier, Julian Malatini wird er, glaube ich, ausgesprochen. Nico Nam, ihr kennt es, hat 37 Profispiele als Innenverteidiger gemacht und 20 Profispiele als rechter Verteidiger. Ein Tor und eine Vorlage ist ihm dabei auch geglückt. Ja, das so zu seiner Vita personell, was man so finden konnte. Bei Char Telares hat er 43 Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage, also da eben auch die Spieler als Rechtsverteidiger gehabt. Und bei Defensa hat er 41 Spiele absolviert. So, in der Liga Professional hat er insgesamt 50 Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage, wie gesagt. Und im Copa Maradona hat er ein Spiel gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, wir sprechen hier wirklich von einem Spieler, der noch keinerlei, es hört sich doof an, aber keinerlei Erfahrungen eben hat in Europa oder auf europäischer Bühne. Wir sprechen hier wirklich über ein Talent. Also ihn einzuschätzen ist verdammt schwer. Ich persönlich bin zum einen positiv, weil wir schon viele positive Erfahrungen gemacht haben. Wenn wir mal in die Vergangenheit denken, an Argentinier, an Brasilianer, auch zum Beispiel ein Di Santo, dessen Wechsel absolut katastrophal war am Tag der Fans, aber seine Saison, die er zum Beispiel bei uns gemacht hat, war absolut in Ordnung. Und ich glaube auch gerade im brasilianischen Raum, da könnte ich jetzt eine ganze Liste aufzählen. Vor allem könnt ihr da auch den Vlog abchecken in Frankfurt. Naldo, Ayrton haben wir auch drüber gequatscht. Ich habe auch mal mit ein paar Werder-Fans heute und gestern schon gesprochen gehabt über den guten Malatini. Und ja, ich das, was so bei mir im Feedback kam, muss man wirklich sagen, ist, dass man sich auf ein junges Talent freut. Dennoch haben auch viele Bedenken, denn meistens brauchen diese Spieler ein Stück weit nicht nur aufgrund des Alters, sondern auch, ich sag mal, klimatechnisch, nicht nur europäisches Klima, sondern deutsches Klima, ist halt nochmal was anderes und die Ferne zur Familie. Es ist immer noch nur ein 22-Jähriger, der vielleicht ein Stück weit Gewöhnheitszeit auch brauchen wird. Ja, das können wir natürlich jetzt hier schwer abschätzen. Fakt ist, wenn wir jetzt zurückdenken an Leonardo Bittencourts Worte, der ja absolut gefordert hatte, dass jemand kommen sollte oder dass allgemein im Kader Spieler kommen sollten, die nicht so viel Eingewohnheitszeit brauchen und vor allen Dingen, die eine wirkliche Alternative sind, dann passt er natürlich in dieses Profil schon mal gar nicht. Gleichzeitig müssen wir auch noch sagen, dass Ole Werner ja auch schon sehr, sehr lange sagt, dass wir einen breiteren Kader brauchen. Scheinbar stehen die Finanzen einfach brutal im Weg. Gut, das kennen wir ja mittlerweile alles, da müssen aber allgemein auch Lösungen her, da sind ja auch viele Experten sich einig, da muss Werder auch mutiger werden und auch allgemein andere oder neue Wege gehen, um irgendwie wettbewerbsfähig langfristig zu bleiben. Inwieweit das dann aussehen soll oder inwiefern das passieren soll, das werden wir noch sehen. Trotzdem ist es ein Spieler, wo ich persönlich auch sage, ich freue mich sehr auf ihn. Für mich ist es auch eine weitere Variante, weil ich schon die ganze Zeit den Gedanken bin, habt ihr gestern vielleicht auch gemerkt, falls eben Weiser am Ende der Saison gehen sollte, ablösefrei,
haben wir vielleicht schon Rechtsverteidiger, also der auch Rechtsverteidiger in der Viererkette kann, und ein Agu vielleicht auch rechts, dass wir da eine Doppelposition haben. Wenn dann nämlich auch ein Pieper wieder fit ist, dann und Malatini vielleicht kein Stammspieler geworden ist in der Zeit, was schon sehr ambitioniert auch ist, dann kann er vielleicht eben auch rechts ausweichen. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was ihr zu dem guten Mann sagt. Ja, bis jetzt ist es halt schwer einzuschätzen. Die aktuelle Lage ist so, dass die Verhandlungen wohl sehr, sehr gut laufen. Werder selber hat auch bestätigt, dass man in laufenden Verhandlungen ist, hat aber allerdings auch nochmal wohlgemerkt, dass der Transfer noch nicht fix ist. Es gibt aber sehr, sehr viele Zeitschriften und auch ja, das, was ich so gelesen habe, die sich darauf beruhen, dass nur noch der Medizincheck eigentlich aussteht. Also er soll wohl im Anflug sein und alle sind eigentlich optimistisch, dass er gegen Bayern dann schon im Kader stehen sollte. Nur gegen Bochum sei das ein bisschen optimistisch. Ja, vielleicht ist er aber auch gegen Bochum schon in Bremen dann sozusagen. Das kann ja sein. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, schreibt mir mal gerne eure Meinung zum guten Kerl unten rein. Und dann würde ich sagen, viel Spaß jetzt mit den Aufnahmen aus Frankfurt. Nicht wundern, ich habe ein, zwei Redeszenen, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich dieses Video hier gestalte. Jetzt zum Ende hin habe ich gesagt, nee, pass auf, ich mache Julian Malatini das Video hier und den Rest kommt gleich. Ich rede nämlich gleich auch noch über Rückrundenauftakt. Ja, das wirkt vielleicht ein bisschen durcheinander. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Freestyle-Video dann gefällt. Schreibt es doch mal rein, wie ihr sowas auch findet, dass ich euch dann zum einen die Info und dann auch so ein bisschen von der Stadt zeige oder da, wo ich dann bin und so. Vielleicht ist das ja trotzdem auch cool für euch. Ich bin sehr gespannt und jetzt viel Spaß weiter. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. Freunde, ich bin ja gerade auch das erste Mal in Frankfurt und guckt euch das mal an. Also diese Aussicht hier, das fühlt, also man sagt ja auch hier zu Klein Manhattan, oder wurde mir gesagt, dass man das hier zu sagt. Und das sieht wirklich einfach auch gigantisch aus. Ich mag ja sowas total gerne. Ich bin sehr gespannt, wir gehen jetzt gleich auf den Main Tower. Mal schauen, wie das dann da oben aussieht oder von da oben. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Hey Freunde, guck mal jetzt hier. Verrückt, oder? Ist das krass? Guck mal. Wahnsinn, ne? Guck mal, Schatz, groß. So, meine Freunde, ich weiß nicht, wofür ich das noch fast gefallen verwenden werde. Einmal weitermachen, aber wenigstens einmal muss ich hier an so einem schönen Ort ja sagen, was Werder Bremen für ein toller Verein ist. Ich war nämlich gestern bei dem Turnier und ja, bin immer noch herzerwärmt sozusagen. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis und deswegen wollte ich diesen Moment hier gerade nutzen, um das auch nochmal zu sagen. Und dass ich mich schon sehr, sehr freue auf die nächsten Jahre mit Werder. Ganz, ganz froh bin, weil der Kanal auch gekommen ist, dass man so Sachen hinternehmen kann. Und da wollte ich ein großes Dankeschön aussprechen, weil es wirklich schön war mit dem Wind. Aber in der Aussicht wollte ich das zumindest einmal hier richtig vernünftig festhalten. Also ganz viel Liebe geht raus an euch. Ganz viel liebe Grüße von mir an alle. Ich hoffe, dass man mich wenigstens einigermaßen verstehen wird. Schauen wir mal, wie die Chance. So, meine Freunde, morgen geht es wieder los gegen Bochum. Das nächste Spiel steht an, das letzte Hinrundenspiel und auch irgendwo Auftakt der Rückrunde, denn die Winterpause ist ja jetzt vorbei. Ich habe hier einen richtig, richtig tollen Ort gerade. Ich bin gerade in so einem Tower. Ihr seht es vielleicht hier so ein Stück weit. Ja, ich versuche mal irgendwie so. Da seht ihr es. Und ich habe euch einmal zum einen jetzt gerade ein, zwei emotionale Worte aufgenommen gehabt, die ich euch dann gleich gerne abspielen wollen würde und gleichzeitig aber auch was sagen wollen würde zum Rückrundenauftakt bzw. zum Rückrundenstart, zum letzten Spiel der Hinrunde. VfB Bochum könnte direkt so ein Entscheidungsspiel sein, in welche Richtung die Rückrunde denn dann wirklich gehen sollte. Wenn man das Ganze bedenkt vom letzten Jahr, Köln, da sind wir ja echt, also enorm schlecht gestartet und vor allen Dingen nach dem Braunschweig-Spiel,
Ja, hat, glaube ich, der eine oder andere einen Dämpfer gehabt. Wir hatten in der Woche jetzt echt viele, viele Nachrichten gehabt, die in unterschiedlichste Richtungen gingen. Sei es Transfermeldungen, die jetzt vielleicht kurz bevorsteht. Der Argentinier, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Aber auch gleichzeitig Folge für den Sommer. Heißt das dann, dass man im Sommer wieder weniger machen kann? Das sind so Fragen. Dann das Werder Traditionsturnier, was sehr, sehr geil war, extrem viel Spaß gemacht hat. Aber eben auch so viele Fragen. Leo Bittencourt, Ärger mit Clemens Fritz, Frank Baumann, die ganze Nummer. Das geht natürlich dann auch irgendwo nicht spurlos vorbei. Dann das Testspiel, was wirklich gut in die Hose gegangen ist. Also viele Nebenschauplätze. Deswegen hoffe ich, dass wir einigermaßen gut starten können. Fakt ist ja auch, dass jetzt erstmal wir auch gucken müssen, wie das aussieht mit der Innenverteidigung. Wenn jetzt sich noch einer verletzen sollte, haben wir wirklich ein großes, großes Problem. Das muss man einfach mal so sagen. Veljkovic ist angeschlagen. Pieper fällt noch länger aus. Das heißt, der Argentinier muss schnellstmöglich da sein und hoffen, dass jetzt am Wochenende sich möglichst keiner verletzt. Das müssen wir einfach mal für den Moment zumindest hoffen und dann schauen, was geht. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mal gerade sagen. So, hier kann ich auf jeden Fall besser gerade noch den Rest aufnehmen sozusagen. Ja, und dann schauen wir mal, was das Ganze gegen Bochum geben wird. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, aber Bochum zu Hause ist auch eine Mannschaft, die einfach extrem schwierig zu bespielen ist. Und ich glaube, dass wir das auch merken werden. Wir haben ja unter der Woche den Bochum-YouTuber auch zu Gast gehabt. Ihr könnt ja mal gerne euer Bauchgefühl gegen Bochum unten in die Kommentare reinschreiben. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Heute mal kein klassischer Ausblick, einfach nur so ein, zwei Worte, meine Gedanken sozusagen zu dem Ganzen. Und dann würde ich das Ganze so stehen lassen. Wollte mich einfach nur mal kurz melden hier und euch das dann praktisch so hochladen. Hoffe, dass ihr euch trotzdem freut. Lasst ein Däumchen oben da, Abo da lassen.